Dann viel Spaß mit der Generation und Uli. Okay, Zeit läuft, oder? Ja. Aber meine Dias fehlen. Achso, ich muss, bin für alles vor. Ah, okay. Also, das ist mein Thema, warum die meisten veröffentlichten Publikationen in der medizinischen Forschung, biomedizinischen Forschung falsch sind. Wenn ich alles richtig mache und ihr gut aufpasst, dann werdet ihr in 10 Minuten etwas verstehen, was die meisten Professoren in der Biomedizin selbst bis zu ihrer Emeritierung nicht mitgekriegt haben. Und deshalb jetzt mal ganz schnell hinter die Kulissen der Matrix. Ihr kennt alle diese Versprechungen der Medizin. Wir haben also einen Durchbruch, der da demnächst kommt. Wir haben endlich Hoffnung. Das ist ganz frisch. Das war erst im Juli. Der Alzheimer ist also praktisch kein Problem mehr. Wir hören dann allerdings in der Regel von solchen Sachen eher wenig, es sei denn, man macht sich die Mühe und guckt etwas weiter in Richtung dem Business-Teil der Wirtschaftsseiten, wo dann häufiger die Meldungen kommen, dass eben die Firmen, die auf diese Hoffnungen gesetzt haben, kurzfristige Einbrüche in ihren Aktienkursen haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, und das wird wahrscheinlich vielen hier im Raum zumindest vom Hörensagen bewusst sein, ist, dass wir in der biomedizinischen Wissenschaft derzeit etwas haben, was wir als Reproducibility Crisis nennen, worunter genau das zu verstehen ist, nämlich die Tatsache, dass sich herausstellt, dass die Ergebnisse, die wir so produzieren, die wir lesen, dass sich die von anderen nicht nachmachen lassen. Das ist insofern ein relativ neuer Befund, weil früher oder bis vor kurzem eigentlich keiner reproduziert hat, weil das ist für einen Wissenschaftler gehört sich nicht. Wir sind ja eben zu Infinity and Beyond und was nachzumachen ist eigentlich unter unserer Würde. Aber mittlerweile wissen wir aus der Industrie, aber auch von systematischen Reproduktionen, dass etwa je nach Fach und speziellem Gebiet eben zwischen, ja, sagen wir mal, 60% und 90% der Dinge, die man liest, die wir produzieren, ich formuliere es mal in der Wir-Form, die wir produzieren, nicht reproduzierbar sind. Die können von anderen nicht nachgemacht werden. Dazu gibt es dann natürlich auch die Ökonomen, die sich das angucken. Und in einer Arbeit ist vor kurzem ausgerechnet worden, dass das in USA allein etwa 28 Milliarden im Jahr kostet. Ob die Zahl so genau stimmt, weiß ich nicht, aber das Phänomen ist sicherlich so. Jetzt ist die Frage, woran liegt das? Woran liegt das, dass wir eben vieles nicht an den Patienten bringen, obwohl wir die Klappe offen haben? Und warum lassen sich unsere Ergebnisse nicht wiederholen? Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass das daran liegt, dass, und das ist ja auch ein relativ neues Phänomen, dass wir eben darüber lesen, dass sehr viel Wissenschaftsbetrug betrieben wird. Ist das die Erklärung dafür? Meiner Meinung nach ist es das nicht. Das ist auch kein gutes Zeichen. Da könnte man einen eigenen Beitrag dazu liefern. Aber ich glaube, das ist es nicht. Erstens, es ist nur ein kleiner Teil der Wissenschaftler, der wirklich betrügt. Die Mehrzahl der Wissenschaftler will was Gutes tun. Die will gute Forschung machen. Das ist es also nicht. Und dann stellt sich die Frage, was ist es dann? Dieser freundliche Herr, der John Ioannidis, ein Epidemiologe, er sieht ein bisschen... Ich würde ihm nichts glauben, ehrlich gesagt, aber der Mann ist brillant und der Titel, den er hier hat, ist wahrscheinlich der einzig richtige von allen, nämlich er hat, und von ihm habe ich meinen Titel geklaut, mit seiner Genehmigung, ich kenne ihn, das war kein Witzpaper, das war ernst gemeint, das ist die meistzitierte Arbeit in der Biomedizin seit 2005. Sie ist nie widersprochen worden, sie hat allerdings bis jetzt auch keine Konsequenzen gehabt. Und in dieser Arbeit gibt er zwei Gründe an. Und es gibt sicher ganz viele andere Gründe, warum die Wissenschaft, die wir in der Biomedizin machen, nicht reproduzierbar ist und nicht zum Patienten kommt, in der Weise, wie wir es wollen. Aber das sind wahrscheinlich die wesentlichen. Und die möchte ich jetzt mal ganz kurz vorführen. Einer ist, was wir Bias nennen. Da gibt es kein gutes Wort im Deutschen dafür. Verzerrung ist, wird manchmal dafür gesagt. Das benennt den Gedanken, dass wir eine Vorstellung von dem haben, was wir rausfinden wollen, wo wir glauben, das ist das Beste, das Wichtigste und das Tollste und auch das Richtigste.
Das ist auch vernünftig, weil wenn wir von unserem eigenen Zeug nicht überzeugt werden, warum soll man dann überhaupt Wissenschaft machen? Da ist also erstmal ist es gar nicht so dumm. Das Problem ist nur das, dass wir in den Spiegel gucken, beziehungsweise unsere Ergebnisse auswerten, wir was ganz anderes sehen, nämlich das, was wir sehen wollen. Wie läuft sowas in der Wissenschaft? Nur zwei Beispiele oder wie könnte man es vermeiden? Eine Möglichkeit, diesen Bias, eine Form von Bias zu vermeiden, ist zu randomisieren, also letztlich Experimente oder Auswertungen per Zufallsgenerator zuzuwürfeln. In der klinischen Medizin eher die, bei Studien eher die Regel, in der klassischen Grundlagenforschung, in der Biomedizin die absolute Ausnahme, maximal 30%, eher 10% der Arbeiten randomisieren. Also keine Randomisierung. Der zweite Bias-Faktor, der ganz wesentlich ist und den man vermeiden könnte, ist, man müsste verblindet arbeiten, leuchtet eigentlich auch jedem ein. Also wenn das jetzt etwas wäre, was ich auswerten wollte und ich würde da die roten versus die grünen Zellen und die roten sind tote Zellen und die grünen das sind lebende Zellen und ich habe jetzt ein neues Medikament oder ein neues Prinzip entdeckt, wo ich denke, das wird mir den Nobelpreis bringen, dann werde ich, wenn ich nicht weiß, ob das eine Behandlungs- oder eine Kontrollgruppe ist, im Zweifelsfall immer weniger von denen und mehr von denen Zellen. Das ist auch ganz normal, das ist auch gar kein Betrug. Das muss im Grunde so sein, ist aber schlecht letztlich für das, was ich eigentlich rausfinden kann. Und deshalb müsste ich verblinden. Das heißt, ich müsste einfach nicht wissen, in welcher Gruppe etwas ist. Und das ist eigentlich so simpel, dass es meine Großmutter, wäre sie noch am Leben, mir vorschlagen würde. Aber wieder sind wir an einem Punkt, zwischen 60% und 90% der Arbeiten in dem Bereich verblinden nicht. Also keine Verblindung. Aber jetzt kommt der Hammer. Und dieser Hammer, das ist das, was ich, ist hart, also normalerweise brauche ich Stunden dafür, aber ich versuche es in 2 Minuten, ist, dass es sowas gibt wie eine Verschwörung, eine Kirche der statistischen Signifikanz. Wir laufen einem Wert hinterher und dieser Wert ist meistens 5%, 0,05 und wenn ein Ergebnis unter diesen Wert kommt, statistisch, dann ist es eigentlich ziemlich sicher, dass es so ist. Das denkt jeder Wissenschaftler. Wenn ich Professoren, Studenten und sonst was frage, was bedeutet denn der Satz, den Sie 100-mal gelesen oder geschrieben haben, dann sagen sie in verschiedenen Formen alle das Gleiche, nämlich das Risiko, dass meine Hypothese fälschlicherweise ich für richtig befinde, ist unter 5%. Und 5%? Was sind denn 5%? Ist doch kein Problem, kann man doch akzeptieren. Sicherheit hat man ja eigentlich nie im Leben, aber 95% ist eigentlich ganz schön gut. Ich führe dazu Statistik, also ich frage auch Professoren, nicht auf der Straße oder am Campus, aber manchmal bei Veranstaltungen gelingt es mir, sie zu fassen und dann müssen mir die das aufs Papier schreiben, weil die sonst sagen, nee, hey, ich habe das alles ganz anders gemeint. Und dann steht auf dem Papier dieser Satz und dieser Satz ist gefährlich falsch. Und die meisten hier im Raum, die sich hier damit auseinandergesetzt haben, als seien sie Physiker oder Mathematiker, insbesondere wenn sie in der Biomedizin sind, würden es genauso machen. Also überprüft euch mal selber. Jetzt kommt die Erklärung, wo das Problem liegt. Und wo habe ich die Erklärung her, die grafische Form dieser Erklärung? Aus dem Economist. Der Economist erklärt uns Wissenschaftlern mittlerweile, wie wir unsere Wissenschaft zu machen. Das ist übrigens aus dem Heft, dessen Titelblatt war How Science Goes Wrong. Wenn ich 1000 Hypothesen überprüfe und 100 davon wären richtig, wenn 100 richtig sind, das ist mal so eine Angabe. Wenn viel mehr richtig wären, dann mache ich blöde Wissenschaft. Dann ist es vorher schon trivial, was rauskommt. Wenn es weniger wäre, dann mache ich Idiote, bin ich ein Risikomensch. Also sagen wir mal, 10% von meinen Hypothesen wären richtig. Wenn ich bei 5% Signifikanzniveau arbeite, würde ich von den 900 Falschen 45 auf dem 5% Niveau finden, die in der Tat falsch waren, die ich aber als richtig finde. Das sind die 5%. Und wenn ich mit einer Power von 80%, kein Mensch in dieser Wissenschaft arbeitet mit 80% oder weiß überhaupt, was Power ist, arbeite, dann würde ich von den 100, die richtig sind, nur 80 detektieren können. Was lernen wir? Was wir sehen am Ende, sind 125 Richtige, aber es sind nicht 5%, die nicht richtig sind, sondern es sind 45 und das sind fast 40%. Wenn die Power noch niedriger ist, was sie in der Wissenschaft in der Regel ist in dieser Form, dann sind über 50% falsch positive. Jetzt haben wir Bias, jetzt haben wir ein völliges Missverständnis von dem, was Signifikanz bedeutet. Und wenn man jetzt noch weiß, dass nur die positiven Ergebnisse publiziert werden, dann weiß man, dass wir eigentlich nur auf falsch positive gucken oder zumindest auf 70% oder 80%. Was der Nährwert von dem, was ich euch erzählt habe, der Nährwert für sozusagen jemand, der im Feld ist, würde ich sagen,
guckt mal, ob ihr euren Bias irgendwie verblindet ihr, randomisiert ihr. Wenn ihr nicht in dieser Wissenschaft seid, seid vorsichtig, wenn euch Biomediziner irgendwas erzählen oder irgendwas in der Zeitung liest. Seid skeptisch. Das war die Referenz zur Eingangsfrage. Das war's.